Ja, ich habe dieses russische Militärfernglas als Geschenk von Ronald aus Leipzig bekommen. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, denn es ist wirklich ein fettes Teil, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Und ja, ich habe dieses russische Militärfernglas, ich kann das nicht lesen, was das heißt. Vielleicht weißt du das, dann schreib mir bitte einen Kommentar. Geschenkt bekommen von Ronald aus Leipzig. Herzlichen Dank dafür, denn als ich das aufgemacht habe, das Paket und das Teil drin, habe ich mir gedacht, hey, wow. Weil wenn du mir schon öfter gefolgt bist oder meine Videos kennst, dann weißt du, dass ich irgendwie so ein bisschen einen Ausrüstungstick habe. Und da gehören auch Ferngläser dazu. Und ich hatte, das muss ich ganz offen sagen und ganz klar sagen, nicht allzu viele Erwartungen, als er da durchgeschaut hat. Da habe ich mir gedacht, ist ein super Geschenk und ich freue mich, das ist voll super. Naja, ich meine, das schaut halt, ja, russisches Militärfernglas. Und dann habe ich es hergenommen und habe beim Fenster rausgeschaut und habe gesagt, oh, das Teil ist wirklich gut. Also ich kann es dir jetzt nicht zeigen, ich schaffe das nicht, ich habe es probiert, eh schon öfter. Es ist glasklar, es ist bis am Rand total scharf. Es ist halt so ein bisschen gelblich, der Durchblick, also es ist nicht so hell, so farbenfreudig wie zum Beispiel andere Gläser, modernere Gläser, aber es ist extrem scharf und ist voll super. Also mir taugt das und da habe ich wirklich eine große Freude. Ronald, hast mir Freude gemacht und ich hoffe, du hast die zwei Bücher, die ich dir geschickt habe, schon bekommen als kleines Dankeschön dafür. Der Ronald hat mir geschrieben, dass er das in der DDR als Soldat von einem russischen Offizier geschenkt bekommen hat und er hat es ja auch mit sich geführt bei seinen Bushcraft und einfach so Ausflügen, die er gemacht hat. Aber er hat jetzt keine Verwendung mehr dafür und hat sich gedacht, er schickt es dem Reini, dem Verrückten. Der kann das brauchen und du hast recht, ich kann das brauchen. Was bei diesem Fernglas, jetzt einfach nur so als kleine Vorstellung, anders ist als bei modernen Ferngläsern. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell dieses Nikon Pro Stuff hier im Test. Das haben mir ja einige Zuschauer empfohlen und ich finde das auch toll, aber da kommt im Sommer, schätze ich mal, 2019 der Test dazu raus. Das ist noch zu früh, dass ich da was sage. Aber da gibt es, was ich eigentlich sagen wollte, da gibt es sozusagen da so ein Mittelstellrad, wie man das eh kennt, und du stellst dir im Endeffekt die Schärfe dann immer abhängig davon, ob das näher oder weiter weg ist, ein. So, dieses Fernglas ist anders. Das sind im Endeffekt zwei voneinander getrennte Systeme. Du musst dir beide Okulare extra einstellen. Das heißt, du machst einmal das eine Auge zu und das andere offen und stellst dir den ein und dann machst du das zu und schaust dir das und stellst dir also beide Augen extra ein sozusagen und hast dann hier die Skala, das merkst du am besten und wenn sich das verstellt durch Bewegungen, dann stellst du das einfach wieder so ein und weißt ganz genau, wo du hingehörst. Ich habe es in der Dämmerung ausprobiert, das ist okay, das ist in Ordnung, aber ich glaube, für das ist es ja auch nicht gemacht und immer echt eine riesige Freude damit. Danke, 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 danke. Das war's, ein kurzes Danke-Video. Was soll ich sonst noch sagen? Ja, irrsinnige Freude, das steht jetzt bei mir am Fenster. Ich kann das wirklich sehr gut brauchen. Dankeschön. Ich mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, einen Kommentar. Nämlich erstens, was das da heißt, dieses. Ich meine, das 7x30, das verstehe ich schon, aber das andere, ich zeig dir das nochmal, vielleicht hast du eine Idee, was dieses Anno heißt. Oder 5 noch, oder ich kann nicht Russisch, tut mir leid, ja, vielleicht kannst du mir das schreiben. Hast du auch ein russisches Militärfernglas, schreib uns da was. Kennst du das Nikon Pro Stuff, was hältst du davon? Danke, danke, danke. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Ja, und jetzt gehe ich mit meinem Tobias wieder weiter schaufeln. Bis dann, ciao.